Schönen guten Tag, wir fahren heute an die Hochschule Schmalkalden. Schmalkalden hört sich vielleicht lustig an, für die meisten von euch hört sich an wie allertiefste Provinz, ist es eigentlich auch. Ich bin hier in Eisenach, von Eisenach ist jetzt nicht so weit bis nach Schmalkalden, bis an die Hochschule. Und warum wir da hinfahren, ja, und was die Hochschule mit dem Thema Fernstudium und so zu tun hat, darüber will ich mal ein bisschen was in diesem Vlog sagen, aber ich nutze diesen Vlog auch ein paar persönliche Sachen zu erzählen auf der einen Seite, auch ein kleines Update zu geben, beispielsweise Thema Ghostwriting interessiert vielleicht auch den einen oder die andere von euch. Und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt los. Jetzt sind wir hier durch Etterwinden gefahren. Etterwinden, so heißen irgendwie alle Orte hier. Ja? Irgendwas mit Winden, mit, was weiß ich, Dorf oder mit Suhl. Ja, hier gibt es einen Ort, der heißt Kupfersuhl. Weil das Ganze im Rahmen einer, würde ich mal sagen, kleinen Kooperation stattfindet. Nicht jetzt dieses Video. Wartet einfach mal ab, ja, was dann hier noch so kommt auf diesem Channel. Und deswegen fahren wir jetzt dahin, um den Campus mal so ein kleines bisschen abzufilmen. Warum jetzt die Hochschule Schmalkalden? Das ist eine Fachhochschule mitten in Thüringen und eigentlich eine Präsenzhochschule. Bietet aber jetzt seit einiger Zeit auch Fernstudiengänge an. Bachelorstudiengänge, was gibt es da alles? Betriebswirtschaftslehre kann man da Bachelor studieren. Rechtswissenschaften müsste man da studieren können. Und besonders interessant die Master-Fernstudiengänge. Ja? Man kann da Maschinenbau und Management studieren. Elektrotechnik und Management, Informatik und IT-Management und noch so ein, zwei Sachen im Bereich Rechtswissenschaften. Also ein ziemlich interessantes Master-Fernstudiengang-Angebot. Schaut euch das einfach mal an auf der Webseite. Jetzt fahren wir aber erstmal direkt auf den Campus. Wir haben es jetzt mitten in der Woche, da sind bestimmt auch ein paar Studierende an den Start. Ja, da wird es heute ein ganz normaler Semesterbetrieb sein und fahren wir weiter. So, jetzt sind wir gleich da, aber was ich noch erzählen wollte, Thema Ghostwriting. Also der Vlog, wo ich an der IU in Erfurt war, da habe ich glaube ich erzählt, dass ich da auch einen kleinen Anwaltsbesuch abgestattet habe. Was heißt ein Besuch? Ja, ein kostenpflichtiger Besuch natürlich. Summa summarum war das alles eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Also ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, um welche Ghostwriting-Firma es ging. Ihr habt vielleicht auch die Videos zu diesem Thema hier auf diesem Channel gesehen. Ja, die musste ich dann jetzt leider im Verlauf der ganzen Geschichte runternehmen. Ich kann euch wirklich nur so viel sagen, es war sehr, sehr teuer. Zum Glück hat jeder seinen Anwalt selber bezahlt. Also musste jetzt nicht irgendwie die Gegenseite irgendwas bezahlen. Es ging um einen angeblichen Schaden von, sag ich mal, fast einem sechsstelligen Betrag, ja. Aber trotzdem, ja, liest sich erstmal komisch, wenn man irgendwie so eine Abmahnung bekommt. Ja, ist jetzt geklärt. Ich will zu diesem Thema eigentlich auch nichts mehr weiter sagen. Ich wollte euch noch mal ein kleines Update geben, warum wir den Artikel oder die Kommentare in dem Artikel dazu auf unserer Webseite so ein kleines bisschen entschärfen mussten. So, jetzt sind wir übrigens in Schmalkalden. Wir werden uns jetzt erstmal den Campus angucken. Mal gucken, ob ich euch da noch so ein kleines bisschen was zeigen kann. Und ich würde sagen, bis gleich. So, hier sind wir jetzt auf dem Campus der Hochschule. Also ihr seht, sehr grün.
So, Freunde, das war's schon. Jetzt haben wir den Campus ein bisschen abgefilmt, so ein kleines bisschen was aufgenommen. Den zeigen wir euch dann wahrscheinlich später hier nochmal auf diesem Channel ein bisschen genauer. Ich wollte mal noch ein bisschen was Persönliches sagen. Also ich habe euch über das Thema Ghostwriting erzählt. Jetzt mal eine ganz persönliche Sache. Ich habe nämlich ein Buch gemacht. Es war ein Bildband, ein Fotobuch. Ich zeige euch das jetzt nicht zu genau. Wird es dann wahrscheinlich ab Dezember oder so geben. Auf Amazon. Aber das hier ist quasi ein Probedruck. Ich lasse mir jetzt noch einen Probedruck zukommen. Ungefähr so 200 Bilder. 180 Seiten sind das. Ein Haufen Schwarz-Weiß-Fotografien, ein Haufen Farbe. Warum ich das sage? Ja, ich wollte halt ein kleines bisschen was Persönliches erzählen. Und auf der anderen Seite habt ihr vielleicht auch schon so ein bisschen mitbekommen, also ich will es nicht zu esoterisch klingen, aber so ein bisschen Ganzheitliches auch wichtig ist. Ich meine, Fitnesstrainer, Weiterbildung, ich bilde mich einfach so studientechnisch auch immer weiter, mache immer irgendwelche Kurse. Aber ich bin halt auch schon seit vielen Jahren künstlerisch tätig, als Fotograf, aber auch schreibtechnisch, ja, schriftstellermäßig. Und das hier wird so eine Mischung aus Fotografie mit Texten. Ja. Und die Fotografie, das sind alles so Fotos, die ich in Jahren so von 2012 bis 15 ungefähr in Berlin geschossen habe. Ja, wer sich für diese Fotos interessiert, schaut einfach mal auf meinen Instagram-Account. Da poste ich immer wieder Fotos aus diesen Jahren. Einige der Fotos kommen dann hier in diesem Buch unter, aber auch viele Fotos, die meine Follower da von diesem Instagram-Channel noch nicht kennen. Und einen Haufen Texte natürlich. Das wird dann nächsten, also im Dezember wahrscheinlich veröffentlicht werden, ja, kann man dann kaufen, wird teuer. Teuer im Sinne von, dass ich halt das Ganze im Eigenverlag quasi publiziere. Aber mir geht es dann auch nicht um die Verkäufe. Wenn euch das ganze Thema auch interessiert, folgt mir einfach mal auf Instagram. Da werde ich dann mal Bescheid sagen, wenn es dann zu bestellen ist. Und auf meinem eigenen YouTube-Channel, ja, da werde ich dann sicherlich noch mal ein, zwei Videos dazu machen, wie man so ein Fotobuch oder generell auch so ein Buch im Eigenverlag zu publizieren. Ja, von Design, Herstellung bis hin zu, ja, wie bekommt man das dann auf Amazon und so weiter. So sieht's aus, Leute. Also hier auch tuned bleiben bei diesem Buch, aber dann natürlich auch bei dem, was wir dann hier noch so ein bisschen über die Hochschule Schmalkalden erzählen werden. Ich würde mal sagen, das war's jetzt mit diesem Vlog. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf diesem Channel. Jawohl.